Ja. David, ich hab Hunger. Was hast du denn? Ich habe total starke Kopfschmerzen. Oh. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Die Kopfschmerztabletten aus dem Badezimmer holen? Ja. Ich mache uns mal was zu essen, okay? Ja. Bitte schön. Danke schön. So. So, alles eingestellt. 10, 15 Minuten ist Essen fertig. Ich lege mich aber jetzt auch doch noch mal lieber einen Moment schnell, weil mir geht's noch halt nicht so gut. Ne? Geh ich spielen. Bis gleich. Bis gleich. David, das Essen ist fertig. Wach auf, David. Hörst du mich? Aufwachen. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Leitstelle Köln, wo befindet sich der Notfall? Ich bin Ingrid Jenkin in der Grobenstraße 92. Bei meiner Nachbarin kommt Qualm unter der Tür raus. Ich weiß nicht, ob da noch jemand drin ist. Klingeln Sie nochmal, ob eventuell sich jemand meldet, aber nicht das Haus betreten. Wir kommen sofort. Alles klar, danke. Was ist hier los? Was ist? Kommst du ran? Komm. Oh, wer gehört hier zum Haus? Ja, was denn? Ich hab sie angerufen. Sie was, da oben was ist denn? Ich wohne gegenüber. Ja, jetzt sehe ich es. Alles klar, okay. Ja. So. Wer ist da oben drin? Wie viele Personen sind da drin? Wissen Sie das? Das ist eine Familie, Mutter alleinerziehend mit zwei Kindern. Normal, die Mutter ist arbeiten. Okay. Hi. Hallo. Hallo. Ja. Die Mutter ist arbeiten. Kleine ist meistens in der Schule, aber ob der David da ist, das also ist Mutter mit zwei Kindern. Ja. Können Sie mir sonst noch was sagen zu dem Haus? Wie viele Leute sind da drin? Sind hier alle raus? Wissen Sie was? Ich habe ganz laut gerufen. Ja. Das sind die Anwohner hier auch? Das sind die Anwohner. Die sind hier aus dem Haus auch. Ja. Ob das die wohnen da? Also die wohnen hier. Direkt nach dem Eintreffen hatte ich erstmal das Problem, dass ich natürlich hier die Anwohner hatte, die natürlich Gold wert für mich sind. Sie geben mir Informationen, mich aber auch sofort aufgehalten haben und ich den ersten Blick erstmal gar nicht richtig richten konnte und dann erst ein paar Sekunden später erkannt habe, dass wir also hier ein Zimmer- oder Wohnungsbrand im zweiten OG haben. Der viel wichtigere Punkt ist aber für mich, wie viele Personen sind da drin? Und da konnten mir natürlich die Anwohner bzw. eine Dame, die mir da Fragen beantwortet hat, die war natürlich für mich dann ganz wichtig. Die Mutter ist nicht da, sagen Sie? Nein, die kommt mit das immer, wenn das Kind... Okay, alles klar. Okay, vielen Dank. Bleiben Sie erstmal hier zur Verfügung. Ja, ja, hast du mitbekommen? Also ein oder zwei Personen sind ein oder zwei Personen sind noch drin. Sind noch drin, richtig, genau. Ja. Okay. Und die sind, das sind alles Anwohner? Das sind die, die habe ich mobilisiert, genau. Dass die raus sind. Ja. Okay, die waren aber nicht irgendwo im Raum. Wo ist mein Gruppenführer? Nee. Okay. Also, alles klar. Ein oder zwei Personen vermisst oben, Zimmerbrand, so wie es aussieht. Ich habe es gerade auch geguckt, ja. Angriffsdruck rein unter PA, erstes C-Rohr, alles Weitere machen wir gleich. Okay. Währenddessen bereitet sich auch der Rettungsdienst unter der Leitung von Phil Funke auf möglicherweise mehrere Verletzte vor. Plötzlich erscheint eine Person am Fenster. Hallo! Hallo! Ja, da ist er, da ist er, da ist er, da oben. Hallo, können Sie mich hören? Hier ist die Feuerwehr. Ganz ruhig. Hallo, schauen Sie mich mal an. Wenn der Patient am Fenster steht und sehr stark hustet, heißt das für uns, er muss definitiv hier schon einiges an Rauch eingeatmet haben. Es sagt allerdings überhaupt nichts darüber aus, wie viel von dem Rauchgas, von dem Kohlenmonoxid tatsächlich bei ihm im Blut angekommen ist. Ist da noch jemand in der Wohnung? Hallo. Okay, er spricht nicht mit mir. Alles klar. Wir müssen uns beeilen. Wo ist der Gruppenführer? Gruppenführer zu mir! Tief durchatmen! Die Kollegen kommen gleich! Gruppenführer zu mir! Pass auf, tu mir einen Gefallen, Sprungretter. Ganz sofort Sprungretter hier hin, da oben ist er. Als ersten Angriffsweg haben wir hier natürlich das Treppenhaus genommen, wo der Angriffstrupp vorgegangen ist. Da ich jetzt aber auch schon am Fenster einen jungen Mann stehen hatte, drohte jetzt die Gefahr, dass er auch springt. Und aus dem Grund habe ich parallel auch unser Sprungkissen aufbauen lassen, damit er, wenn er springen sollte, eben halt in dieses Sprungkissen fällt und nicht, das wollen wir nicht sagen, auf die Straße fällt. David! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wer sind Sie denn? Ich bin die Mutter, das ist meine Wohnung, das ist mein Sohn, meine Tochter kommt jeden Moment aus der Schule. Ich weiß nicht, ob sie in der Wohnung ist oder noch in der Schule ist. David, ist Alina bei dir?
Wie viele sind da drin jetzt? Die Tochter? Ich habe zwei Kinder. Zwei Kinder. Und das heißt, das ist der eine. Das ist der eine. Und Alina kommt jetzt jeden Moment aus der Schule. Ich weiß, war sie denn in der Wohnung? Also, sie ist in der Schule. Ich weiß nicht, ich komme gerade von der Arbeit. Sie müsste in der Schule sein. David, ist Alina bei dir? Ist da noch jemand in der Wohnung? Sagen Sie mal. Okay, er spricht nicht. Wir kriegen jetzt nichts raus. David, hörst jetzt doch mal zu. Pass auf. Meine Tochter. Ganz einfach. Meine Tochter ist 6 Jahre alt und müsste in jedem Moment aus der Schule kommen. Ich weiß nicht, ob sie schon da ist oder ob sie noch auf dem Schulweg ist. Wir haben die Unbekannte noch mit der Tochter. Das wissen wir noch nicht hundertprozentig, aber wir haben ihn am Fenster. Mehr wohl nicht aus dem Haus. Angeblich alle raus, wie die junge Dame sehr gut. Okay, also zweiter RTW ist unterwegs, ne? Okay, ich brauche den Sprungretter jetzt. Die Mutter kontaktiert umgehend das Sekretariat, um zu erfahren, ob ihre Tochter bereits die Schule verlassen hat. Während die Feuerwehrleute das Sprungkissen aufbauen, versucht der Angriffstrupp, in die Wohnung vorzudringen. Wir werden alles vorbereiten jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Also richtet euch auf zwei Personen ein. Ich weiß im Moment noch nicht, ob das Kind noch drin ist. Weiter ist alarmiert. Alles klar, super, Jungs. Ja. Meine Tochter ist nicht mehr in der Schule. Was heißt, Sie haben meine angerufen? Meine Tochter ist entweder auf dem Weg nach Hause oder sie ist in der Wohnung. Bitte, Sie müssen da reingehen. Okay, und meine Tochter alles klar. Wir sind unterwegs, wir sind schon auf dem Weg nach oben. Ganz ruhig bleiben. Passen Sie bitte auf. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Gruppenführer, sagst du Bescheid, die Tochter muss in der Wohnung sein noch, ja? Okay. Die Tochter muss wahrscheinlich. Okay, wir werden alles. Leute, nicht raus, sonst gehe ich ganz ruhig, ganz ruhig. Bitte nicht reinrennen, ja? David! Hören Sie mir mal zu. Hallo. Ganz ruhig, ja? Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren, lassen Sie uns die Arbeit machen. Wir kümmern uns drum. Sie haben mein Wort. Passen Sie ein bisschen auf Sie auf, ja? Alles klar? Ich verspreche Ihnen, wir kümmern uns drum, okay? Ja? So, bleibt da oben! Nicht springen! Bleib. Ein Sturz aus dieser Höhe in das Luftkissen ist mit enormen Risiken verbunden. Deswegen hofft Björn Eckhoff, dass seine Kollegen den Sprung des 17-Jährigen aus dem Fenster verhindern können. Die Kollegen sind gleich bei Ihnen. Versuchen Sie einen Moment auszuhalten noch. Wir sind gleich bei Ihnen. Wie weit ist der Angriffstrupp? Wie weit ist der Angriffstrupp? Gruppenführer für Angriffstrupp. Wir kriegen keinen Zugang, nur gewaltsam. Die kommen nicht durch, die kommen hier an mir ran. Komm nicht an. Oh, die Kollegen sind schon in der Wohnung. Versuchen Sie durchzuhalten. Wir versuchen natürlich, die Menschen so schonend wie möglich zu retten. Wenn wir diesen Sprungretter aufgebaut haben, ist er aber nicht geübt darin, da reinzuspringen. Das heißt, die Verletzungsgefahr ist sehr, sehr groß. Und deswegen ist für uns natürlich der wichtigste und beste Weg, ihn über das Treppenhaus zu holen. Wir kommen nicht ran. Ja, nicht, dass der uns dann gleich runterjumpt. Deswegen. Wir müssen. Okay. Anders geht es nicht. Wir kommen nicht durch. Okay. Passen Sie auf, hören Sie mir jetzt genau zu. Sie springen genau in die Mitte. Okay? Die Beine nach vorne. David, kannst du, was die Leute dir sagen? David, komm, spring bitte! David! Ich soll genau in die Mitte springen. Ich kann nichts passieren! Okay, mit den Beinen nach vorne. Nicht schlafen, genau in die Mitte, Sie schaffen das. Die Kollegen können noch nicht zu Ihnen rum. Okay. Okay, alles klar. Hast du? Person ist gesprungen. Okay, Vorsicht. Langsam. So. Mach langsam. Bleiben Sie hier. Tut was weh. Okay. Geht das? Zieh hier rüber. Komm, hallo. Hallo. Große Schritte. Als der Patient dann runtergesprungen ist, sind wir direkt zu ihm und haben ihn erstmal untersucht. Er schien erstmal unverletzt zu sein von dem Sprung. Man hat auch gesehen, dass er durch den Sprung höchstwahrscheinlich keine Verletzung davongetragen hat. Er war dann immer noch sehr stark am Husten, aber man hat einfach direkt gemerkt, dass eine große Last von ihm abgefallen ist, dass er nicht mehr eben in dem brennenden Gebäude oder in dem rauchenden Zimmer stand. Tief durch den Auto gehen. Habt ihr das mitbekommen? Was denn? Der Angriffstrupp hat mir gerade gemeldet, hat einen Schulranzen gefunden. Hast du wohl gehört, Aline? Er hat einen Schulranzen gefunden, aber er hat noch kein Kind gefunden bis jetzt. Okay, nein. Lassen Sie uns mal bitte ein Haus haben. Haben Sie das auch mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Tief durch alle. Wir haben einen Schulranzen gefunden, aber noch kein Kind. Also das Kind ist Alina in der Wohnung. Da ist Alina bei in der Wohnung sein. Wir haben im Moment das Kind noch nicht gefunden, wir haben nur einen Schulranzen gefunden. Moment. Ja? Okay, die hat sich irgendwo versteckt, vielleicht hat sie sich irgendwo eingeschlossen. Wir sind dabei, wir suchen. Die allergrößte Gefahr besteht natürlich darin, dass wir das Kind lange suchen müssen. Das heißt, ganz klar ist für uns allerhöchste Eisenbahn. Wir müssen richtig schnell sein. Jetzt haben Kinder aber ein ganz großes Problem, was man nachvollziehen kann. Sie verstecken sich. Nach dem Motto, wenn ich das Feuer nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Kinder verstecken sich dann sehr, sehr gerne in irgendwelchen Schränken unter Betten, was uns die Suche natürlich deutlich schwieriger macht. Ja, und mal Sauerstoff drauf direkt. Achtung, tragen sich genau oben.
Jung. Mal schön tief einatmen. Mach mal den Mund auf. Sauerstoff. Mach mal den Mund auf. Jawohl. Okay. Kein Inhalationstrauma. Achtung, Trage hier da oben. Kein Inhalationstrauma. Hab ich richtig verstanden? Ja. So. Atme mal tief ein und aus. Der Messer. Ja, kommt. Jawohl. CO-Messer, richtig? Ja. Achtung, gib mal meine Finger. Du bist gut gelüftet beidseits. Okay, wir sind konnektiert. CO ist dran. An erster Stelle der Diagnostik stand hier, ein Inhalationstrauma auszuschließen. Das heißt, zu schauen, ob er nur in Anführungsstrichen Rauch eingeatmet hat oder ob er auch heiße Dämpfe von dem Feuer eingeatmet hat, die hier seinen Rachen, seine Luftwege noch verletzt haben. Weil das Ganze würde dann unsere Therapie verändern und würde für den Patienten noch mal sehr viel gefährlicher sein. So, nicht erschrecken, es piekst einmal. Ich weiß, wo Alina ist. Glück im Unglück, so ungefähr. Ja. Okay, Alina, aber das sagt der Doc gleich noch. Zum Fixieren. Okay. So, mal ganz ruhig. Vom Angriffstrupp gibt es immer noch keine positiven Nachrichten. Die Sechsjährige ist und bleibt verschwunden. Je länger die Suche dauert, desto geringer sind die Überlebenschancen des Mädchens. Durchatmen, Atmung was wird besser. Mit seiner Schwester? Schwester habe ich richtig verstanden. Ja. Haben wir Kenntnis über die zweite Person? Noch nichts. Also es bleibt, Zugang läuft. Wie alt ist Ihre Tochter eigentlich? Ich sage mal bei dir auch. Meine Tochter ist 6 Jahre alt. Sechs. Wo ist Alina? Mal tief durchatmen. Vorher haben wir wer ist Alina? Wir haben kein Kind gefunden bis jetzt, okay? Wir suchen noch weiter die Wohnung ab. Im Moment haben wir kein Kind gefunden. Alle ruhig, okay? Einer spricht. Bei Alina in der Wohnung. Tief durchatmen. Ruhig atmen. In der Wohnung ist sie nicht. Was habt ihr denn gemacht? Versuch mal ruhig zu atmen, nicht so schnell atmen. Mal ganz ruhig. Danke. 130. Was hat mal, du hast Essen gemacht. Okay. Und dann? Sättigung ist 99, nimm mal die Maske ein bisschen drauf. So, jetzt. Ganz ruhig. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, ganz tolle. Ja. Hab Kopfschmerztabletten genommen. Mhm. Was hast du denn da genommen? Bin dann ins Zimmer, wollte mich halt noch kurz hinlegen und sie spielen. Und dann bin ich eingeschlafen, ganz schnell. Also, ganz plötzlich? Ja. Hm. Was hast du denn für Medikamente genommen? Ich habe die, glaube ich, noch hier. Ja, hier in der Tasche. Oh, mal vorsichtig. Ich guck mal einmal nach, ja? Ich habe ihn dann gefragt, was für Medikamente er denn genommen hat. Und er sagte, ja, ich habe die hier in der Tasche. Dann habe ich hier den Blister mit den Tabletten aus der Tasche rausgenommen, mir angeschaut, was er hier genommen hat. Und da ist mir dann hier einiges klar geworden. Das sind keine Schmerzmittel, die du genommen hast. Das sind Schlaftabletten. Wo hast du die denn her? Das ist Diazepam. Meine Schwester hat die aus dem Bad geholt, weil sie sollte mir die Kopfschmerzen geben. Ach Gott. Wie viel hast du genommen hiervon? Zwei. Oh, 20 Milligramm. Ja. Schon. Ja. Da hast du richtig, okay. Da hast du richtig Schwein gehabt, dass du überhaupt jetzt hier wieder aufgewacht bist. Oder? Schön, ist auch kein, schön. Ist auch kein Wunder, dass du da sofort eingeschlafen bist. Ja? Der Junge hat hier enormes Glück gehabt. 20 Milligramm sind für einen Jungen, der diese Medikamente nicht gewohnt ist, schon eine echt enorm hohe Dosis. Und da muss man einfach von Glück reden, dass er hier überhaupt wieder aufgewacht ist und sich noch selbstständig ans Fenster retten konnte. Die Durchsuchung der Wohnung ist mittlerweile abgeschlossen. Doch von dem 6-jährigen Mädchen fehlt jede Spur. Niemand weiß, wohin das Kind aus Angst vor dem Feuer geflüchtet ist. Okay, wir gehen am besten erstmal raus, ja? Ich nehme Silke. Lass uns mal raus, ein bisschen. Wie geht's, David? So. Ja, richtig, genau. Zimmerbrand, Feuer ist aus. Wir hatten gerade noch eine zweite Person vermisst, ein Mädchen. Also ist vermisst, haben aber nicht gefunden. Von daher im Moment erstmal alles ruhig. Die suchen aber weiter. Vielleicht ist es noch irgendwo anders. Sie wird ja Angst bekommen haben. Sie muss ja irgendwo sein. Mama, ja. Ich bin die Mutter, genau, vielleicht richtig, ist sie los, mich zu suchen. Unterdessen stellt der Angriffstrupp fest, was die Ursache der enormen Rauchentwicklung in der Wohnung ist. Zur Info, die Fritteuse hat gebrannt. Und im Backofen sind schwarze Fischstäbchen. Sie dürfen auch gerne vorne mitfahren gleich, ja, wenn wir das mit der Tochter geklärt haben. Haben Sie mein Wort, okay? Ja. Also. Vertrauen Sie uns, wir machen das. Ich gucke, ob Alina kommt. Okay, was hast du? Feuer aus. Habe ich alles schon, weiß ich. Durch Treppenhaus runter. Tut mir mal einen Gefallen, guck mal bitte noch mal im Garten, weil die Mutter sagt gerade, vielleicht ist das Kind auch im Garten. Such mal da weiter, ja? Alles klar, danke. Hauptsache, sie ist nicht in der Wohnung. Die machen alles. Wir machen alles Menschenmögliche, ihre Tochter zu finden. Das weiß ich. Ja? Keine Sorge, versprochen, Sie haben mein Wort. Okay, wir suchen mal das Haus. Keller und Garten ist negativ. Keller und Garten ist auch negativ, okay, alles klar, gut. In der Wohnung ist definitiv keiner mehr. Wir haben ein Treppenhaus abgesucht, Keller abgesucht. Garten abgesucht, alles klar. Vielen, vielen Dank. Ruht euch erstmal
aus, nicht ab, ja, ist alles gut. Ja? Was Neues? Okay, ja, was Neues. Also wir haben das ganze Haus abgesucht, inklusive Garten. Der Kollege sagt gerade, sie ist hier nicht. Nachdem wir das Gebäude auch belüftet haben und der Angriffstrupp also das Feuer gelöscht hatte, konnten wir also lokalisieren, dass hier in der Küche sich wohl um einen Fritteusenbrand handelte, der auch schon ausgedehnter war, der also dafür gesorgt hat, dass diese starke Verqualmung in der gesamten Wohnung war und dieses Brandereignis sich auch ausgebreitet hatte. Und das war also letztendlich dann auch die Brandursache, die wir hier definieren konnten und die auch eben halt dafür gesorgt hat, dass dieses schlimme Ereignis stattgefunden hat. Deswegen versuchen Sie sich erstmal zu beruhigen. Ich gehe jetzt mit der Abtelefonieren. Ja. Ich gehe okay. Wir haben eine Suchmeldung rausgegeben und laut. Alina! Was? Oh. Alles gut? Alina, wo warst du? Du hast Pommes geholt. Warum denn das? Weil wir nichts zu essen hatten und wir Hunger hatten. Oh, meine kleine Grüße. Oh Mann, ey, fällt mir ein Stein vom Herzen. Okay. Ja, hallo, Alina, grüß dich. Es ist heute der schlimmste Tag in meinem Leben gewesen und gleichzeitig der glücklichste. Ich bin so froh, so von Herzen froh, dass meinen Kindern nichts passiert ist. Und ich weiß das Glück, was ich mit meinen Kindern habe und sie aufwachsen zu sehen, viel mehr zu schätzen. Deine Schwester kommt jetzt gerade noch mal zu dir, ja? Wir haben sie gefunden, dir geht's gut. Hey! Alles okay? Oh, meine Beine. Bitte? Ich bin im Auto, ja? Ja, kannst du mir nur für den Fall mal die Annexate hier lassen? Ich bin so, falls da noch mal was so kommt gleich. Glücklich, dass euch beiden nichts passiert ist, ihr Süßen. Wir werden den Jungen jetzt ins Krankenhaus bringen. Dort wird er noch mal einige Zeit überwacht werden, bis die Medikamentenwirkung auch komplett aus dem Körper verschwunden ist. Das Medikament hat eine ziemlich lange Wirkdauer, sodass man wirklich davon ausgehen kann, dass er erstmal hier auf jeden Fall 2 Tage im Krankenhaus bleibt, bis die Wirkung komplett abgeklungen ist. Die 6-jährige Alina und ihre Mutter haben sich von dem Schreck schnell wieder erholt. Der 17-jährige Bruder musste noch 3 Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Nachdem die leichte Rauchgasvergiftung abgeklungen ist und das Schlafmittel vom Körper abgebaut wurde, konnte er ohne Folgeschäden entlassen werden. Die Versicherung ist für den Schaden in der Wohnung aufgekommen.